Was hat so ein Thermometer mit einem Bügeleisen zu tun? Beide funktionieren nur, wenn sich die Temperatur ändert, denn in beiden stecken Bimetalle drin. Dazu später mehr. Warum sind Brücken und Schienen, thermisch gesehen, nicht so einfach miteinander vergleichbar? Weil Brücken sich bei Temperaturschwankungen ausdehnen oder schrumpfen können, Schienen dagegen nicht. Die stehen besonders an heißen Sommertagen unter Wärmespannung. Ihre Wärmeausdehnung kann dazu führen, dass sie sich verformen. Wie berechnet man die Spannung, die sich in so einer Schiene bildet, wenn ihre Temperatur steigt? Willkommen bei TechMech mit Jan Jello. In diesem Video geht es um die Festigkeitslehre, genauer um Spannungen und noch genauer um Wärmespannungen. Wie berechnet man zum Beispiel die Spannung, die entsteht, wenn sich ein Rohr ausdehnen will, aber nicht kann, weil die Begrenzung es daran hindert? Für die Berechnung benötigt man nur wenige Formeln und ein bisschen Hintergrundwissen. Fangen wir mit einem einfachen Beispiel an. Wird ein Rohr der Länge L0 um die Temperatur Delta T erwärmt, wird es länger. Es erfährt eine thermische Verlängerung, Delta L thermisch. Das thermisch ist hier durch den Index TH verdeutlicht. Wie stark ein Rohr thermisch verlängert wird, hängt von drei Sachen ab. Zum einen davon, aus welchem Material es besteht. Die Materialinformationen stecken im sogenannten Ausdehnungskoeffizienten Alpha. Zum Beispiel dehnt sich Aluminium doppelt so stark aus wie Stahl. Technisch bedeutsam ist übrigens, dass sich Stahl und Beton gleichermaßen ausdehnt. Ein wesentlicher Grund, warum man mit der Kombination aus Stahl und Beton Brücken und Gebäude aus Stahlbeton baut. Außerdem kommt es natürlich darauf an, wie stark das Material erwärmt wird. Je höher die Temperaturänderung Delta T, umso mehr dehnt sich ein Rohr aus. Und schließlich ist die Originallänge wichtig. Denn es entstehen bei einem 1 Meter langen Rohr natürlich mehr Dehnungszentimeter als bei einem, das nur 1 Zentimeter lang ist. Alle drei Faktoren, Originallänge, Material und Temperatur, beschreiben zusammen die Längenänderung Delta L. Delta L ist ein absoluter Wert, das heißt, man erhält dann eine Zahl in der Einheit Meter. Um Längenänderungen verschiedener Werkstücke miteinander vergleichbar zu machen, bezieht man diese Verlängerung auf die Originallänge L0. Dann ergibt sich aber durch Kürzen die Wärmedehnung oder besser die thermische Dehnung Epsilon thermisch. Darin taucht wieder der Proportionalitätsfaktor Alpha auf. Der heißt zwar ziemlich wuchtig thermischer Längenausdehnungskoeffizient, aber er hat eine recht simple Aussage. Erwärmt man zum Beispiel ein 1 Meter langes Alurohr um ein einziges Grad, dann dehnt es sich um winzige 24 Mikrometer aus. In dieser Animation habe ich die 24 Mikrometer zur besseren Veranschaulichung sehr stark vergrößert. Es sind also 24 mal 10 hoch minus 6 Meter, die ein 1 Meter langes Alurohr wächst, wenn man es um einen Grad erwärmt. Die Einheit hinter der 24 mal 10 hoch minus 6 müsste also heißen Meter Dehnung geteilt durch Meter Originallänge geteilt durch Grad Erwärmung. Man fand diese Formel unnötig lang, denn das Meter im Zähler und Nenner lässt sich ja wegkürzen. Entstanden ist dadurch eine Zahl mit der ultra verkürzten Einheit 1 durch Grad Celsius. Aber auch die Einheit Grad Celsius schrieb man nochmal um. Denn die Einheit Grad Celsius ist total willkürlich auf das Verhalten von Wasser bezogen. Man brauchte aber eine für die unterschiedlichsten Materialien passende Skala, und zwar ohne Minustemperaturen. Ideal ist daher die Kelvin-Skala rechts, weil sie wirklich beim absoluten Nullpunkt anfängt. 0 Kelvin ist die kälteste Temperatur, die es gibt. Kälter geht es nicht. 0 Kelvin sind umgerechnet minus 273,15 Grad Celsius. Die Nullwerte liegen also bei unterschiedlichen Temperaturen, aber die Abstände von einem Kelvin zum nächsten sind genauso groß wie bei der Celsius-Skala. Auch wenn die Nullstellen verschieden sind, 100 Grad Celsius Temperaturunterschied sind gleichzeitig auch 100 Kelvin Temperaturunterschied. Darum ist es möglich, in der Gleichung für Alpha die Einheit Grad Celsius durch Kelvin zu ersetzen. Bitte merken, das Ersetzen geht nur, wenn es sich um Temperaturunterschiede handelt. Bei einer bloßen Temperaturangabe muss man natürlich die 273 mit berücksichtigen. Was bedeutet das alles jetzt zum Beispiel für ein Stahlrohr? Stahl hat einen Ausdehnungskoeffizienten von 12 mal 10 hoch minus 6 1 durch Kelvin. Wie stark dehnt sich dann ein 1 Meter langes Stahlrohr aus? Anders gefragt, wie groß ist Delta L,
wenn das Rohr um 1 Kelvin erwärmt wird? Antwort: Delta L beträgt 12 Mikrometer. Jetzt die Profifrage: Wie viel länger wird eine Stahlschiene, wenn sie anfangs nicht 1 Meter, sondern 2 Meter lang ist? Genau, das Doppelte, nämlich 24 Mikrometer. Und was ist, wenn diese 2 Meter lange Stange nicht um 1 Kelvin, sondern um 100 Kelvin erwärmt wird? Dann werden aus den 24 Mikrometern 2,4 Millimeter. Ob ein Stab auch dicker wird, wenn man ihn erwärmt, hängt davon ab, wie er aufgebaut ist. Ein Holzstamm ist in seinem Inneren unterschiedlich aufgebaut. Er hat Fasern unterschiedlicher Dichte, die auch noch alle achsenparallel verlaufen, also eine Vorzugsrichtung haben. Der Stamm würde sich in Längsrichtung daher anders ausdehnen als senkrecht dazu. Holz verhält sich thermisch gesehen nicht in jeder Richtung gleich. Man sagt, es sei thermisch nicht isotrop. Dagegen ist ein Metallstab thermisch isotrop. Stahl hat keine Textur, er ist homogen aufgebaut und dehnt sich bei Erwärmung daher in alle Richtungen gleich aus. Eine Windkraftanlage, die mit schwarzer Farbe gestrichen ist, würde bei starker Sonneneinstrahlung also nicht nur höher, sondern auch dicker werden. Kurz, thermisch isotrope Körper haben in jeder Richtung die gleiche Wärmedehnung. Wird ein thermisch isotroper Stab um 10% länger, wird er auch um 10% dicker. Bügeleisen funktionieren mit sogenannten Bimetallen. Das sind zwei Streifen aus unterschiedlichen Metallen, die aneinander geheftet sind. Bei niedriger Temperatur ist das Bimetall entspannt. Beide Metallstreifen sind gleich lang. Das Bimetall wird aber durch die Wärme, die in der Heizschlange darunter erzeugt wird, erhitzt. Beide Metallstreifen dehnen sich daher aus. Weil aber ihre Alpha-Werte unterschiedlich sind, dehnen sie sich unterschiedlich stark aus. Die Verbindung zwischen den beiden verhindert, dass sie sich frei ausdehnen können. Daher krümmt sich das Bimetall und im Bügeleisen öffnet es dadurch den elektrischen Kontakt und unterbricht so den Stromfluss. Ohne Strom kühlt die Heizspirale und damit auch das Bimetall wieder ab. Das Bimetall wird wieder gerade, wobei der Kontakt wieder schließt und der Strom wieder fließen kann. Auf diese Weise pendelt das Bügeleisen zwischen zwei Temperaturen hin und her. Die unterschiedliche thermische Ausdehnung hat zwischen den Bimetallstreifen zu einer Wärmedehnung geführt. Die Umklammerung sorgt zusätzlich noch für ihre Krümmung. Es sind also zwei Formänderungen, die eintreten, eine aufgrund der Wärme, die andere aufgrund der mechanischen Verbindung. Ganz allgemein formuliert ist die gesamte Dehnung, Epsilon gesamt, immer eine Überlagerung aus mechanischer oder auch elastischer Dehnung, Epsilon elastisch, und aus der thermischen Dehnung, Epsilon thermisch. Beenden wir das Video mal mit einer kleinen Beispielaufgabe dazu. Bei der Montage eines Stahlrohres herrschen 20 Grad Celsius und das Rohr ist spannungsfrei. Es ist beidseitig fest eingespannt, kann sich also nicht ausdehnen. Danach wird es in Betrieb genommen und es fließt 100 Grad heißes Wasser durch das Rohr. Das Rohr erwärmt sich und würde sich ausdehnen, die Einspannung verhindert das aber. Damit die jetzt auftretenden Wärmespannungen dem Rohr nicht schaden, wird das Rohr normalerweise in einem sogenannten Lyra-Bogen geführt. Das geht hier aber nicht. Wie groß ist also die Normalspannung, die durch die Erwärmung im geraden Rohrquerschnitt auftritt? Falls du erstmal selber rechnen möchtest, hier schon mal das Ergebnis. Es entsteht eine Druckspannung von 203 Newton pro Quadratmillimeter. Und nun zur Lösung. Gesucht ist die Normalspannung, also die Spannung Sigma, senkrecht zum Rohrquerschnitt. Nach dem Hooke'schen Gesetz, die Spannung in dem Rohr und seine Dehnung Epsilon sind proportional, benötigen wir das Epsilon elastisch, also die elastische Dehnung. Da sich das Rohr weder mechanisch noch thermisch ausdehnen kann, ist die gesamte Dehnung schon mal 0. Diese gesamte Dehnung setzt sich aus zwei Dehnungsarten zusammen, der thermischen und der elastischen. Die eine ist die Wärmeausdehnung, die andere ist die Stauchung durch den Gegendruck der Betonwände. Wenn die Summe aus beiden Epsilons 0 ist, dann müssen die beiden entgegengesetzt gleich groß sein. Was bedeutet das? Das Rohr würde sich, wenn es könnte, thermisch ausdehnen. Daran, dass es seine Länge aber nicht ändert, wird klar, dass es durch die Betonwand um dieselbe Länge elastisch gestaucht wird, wie es sich thermisch ausdehnen würde. Gleichung Stern sagt also aus, dass man im Hooke'schen Gesetz Epsilon elastisch durch minus Epsilon thermisch ersetzen kann. Wie groß ist dann Epsilon thermisch? Aus der Formel für die Längenänderung von vorhin, bezogen auf die Ausgangslänge, erhalten wir für das thermische Epsilon Alpha mal Delta T.
Mit dem Koeffizienten von 12 mal 10 hoch minus 6, 1 durch Kelvin, und der Temperaturdifferenz von 80 Kelvin ist das minus Epsilon thermisch schon mal berechenbar. Setzt man es mit dem E-Modul für Stahl in das Hooke'sche Gesetz ein, erhält man am Ende eine Normalspannung Sigma von minus 203 Newton pro Quadratmillimeter. Das Minus steht dort übrigens nicht nur wegen der Gleichung Stern, sondern auch wegen der Aussage, dass das Rohr unter Druckspannung und nicht unter Zugspannung steht. Jetzt bin ich mal gespannt, ob dir dieses Video ein wenig weiterhelfen konnte. Vielleicht gibst du mir einen Daumen hoch oder schreibst mir, ob ich zu diesem Thema eine Beispielaufgabe machen sollte. Dir jedenfalls viel Erfolg beim Weiterlernen. Ciao.